Ja, moin. Noch mal ein bisschen rumschwadronieren und kluge Scheiße hier, da. Ja, schlussendlich geht es darum, wenn man in der Überzahl ist, dann muss man das auch nutzen. Und wenn man das nutzen muss, muss man irgendwo pushen. Und dann kann sich auch wieder wer fest, so eine Flanke festsetzen. Dagegen muss man was tun. Das ist manchmal einfacher gesagt als getan. Muss aber trotzdem gemacht werden. Die Überzahl nutzen und einen Push anstreben. Was wir auch immer in den Clan-Spielen merken. Wenn irgendwo die Überzahl festgestellt wird, dann muss man mit Focus Fire und mit dem Gang nach vorne das ausnutzen. Und hier habe ich mal ein Beispiel zum Glück von anderen, die das nicht machen, die Überzahl nutzen und Druck ausüben, sondern die. Na, sie sind eher gemächlich unterwegs. Das kann man, das zeige ich dann einfach gleich und ja, die zeigen schlussendlich, wie man es leider nicht macht. Aber so what, dann steht man halt, also ich, der, der das Video zeigt, umso besser da. Kann ich klug scheißen, indem ich deren Spiel analysiere und gut dastehen. Na, dann gönne ich mir das mal. Ja, soweit so unaufregend. Ein üblicher Start. Es gibt keinen richtig großen Lemming Train, aber ein Großteil der Flotte hat sich halt nach Westen orientiert. Die Haida guckt mal, was sie in der Mitte so erreichen kann. Und dadurch, dass die Trägerfeuer gespottet haben, denke ich mir so, wenn ich hier die großen Inseln vor mir habe, kann ich ja an der Entdeckung da ran und reinfahren. Ich weiß, das ist ein bisschen forsch. Ist sogar fast schon dumm dreist, aber naja, von nix kommt ja nix. Also, ab rein da. Und ich habe Glück, die Gegner fahren immer noch nach Osten. Orientieren sich nur wenig nach Norden und schon gar nicht nach C. Das ist echt glücklich für mich. Denn dadurch geht mein Plan hier auf. Die sind alle genau in der Richtung, in der ich mich mit dem Berg verstecke. Spannend ist jetzt nur, was macht mich hier auf? Oh, jetzt bin ich wieder zu. Es kann nur der Zerstörer sein. Ja, da quatscht mich irgendwer im Chat voll. Ja, soll er mal machen. Worauf ich gleich hinaus will, ist, die nutzen ihre Kampfkraft nicht. Die müssen zwar alle zusammenbleiben, weil wir zwei Träger auf jeder Seite haben. Und wenn zwei Träger irgendwas fokussen, dann kriegen sie es auch tot oder beziehungsweise sehr schwer in Mitleidenschaft genommen. Aber wenn sie zusammenbleiben, haben sie ja erstens mal mehr Feuerkraft als wir hier ein paar Schiffe auf der Flanke. Und zweitens mal sind dann die Luftangriffe auch viel weniger effektiv. Also dienen die hier halt zum Negativbeispiel. Und sie haben ja noch nicht mal Schiffe, die jetzt überragend schnell sind und sich und damit halt sich zu einer schnellen Flankenbewegung eignen. Mein Gott, das war doch gar nicht so schwer auszusprechen. Egal. Es ist immer schön, etwas zu zeigen, wo die anderen die Fehler machen und man selbst sich nicht gerade unbeholfen anstellt. Die tun gerade zum Glück mir den Gefallen. Ja, da ist der Zerstörer auch schon im Cap drin. Da können wir jetzt auch nicht viel machen. Alli, weil die haben zwar viel Kampfkraft, aber glücklicherweise bringen sie sie auch nicht großartig zum Einsatz. Also sie können gerade auf nicht viel und wenn nur eingeschränkt wirken, denn ich bin, ah gut, habe schon was abbekommen, aber ich bin weit genug weg, dass ich jetzt nicht unbedingt, wenn ich mich dumm dreist anstelle, aber dass ich jetzt hier nicht unbedingt irgendwelche Zitas fresse oder in Bedrängnis komme. Jetzt orientiere ich mich nach Norden, denn wenn die jetzt
den Spleen bekommen, jetzt doch in C reinzufahren und dann nach B zu wollen, was sie ja zwangsläufig irgendwann müssen, dann sitze ich im Norden über ihnen und die haben nur Colorado in so einem 45 bis 70 Grad Winkel dann vor ihnen und das macht es ihnen dann viel, viel schwerer irgendwie voranzukommen, neben den ganzen Luftangriffen. Also begebe ich mich mit Absicht in deren Flanke, um mich da festzusetzen, dass mich da möglichst irgendwer rauspulen muss. Beziehungsweise, wenn sie das nicht machen, dass ich ein bisschen Narrenfreiheit habe. Ich hätte zwar auch das Problem, wenn ich jetzt da alleine rumgurke, wenn mich die Träger fokussen würden, dass ich wirklich ganz alleine bin. Aber daran denke ich gerade nicht. Bin frohen Mutes und verschwinde da noch gar keinen Gedanken dran. Irgendwie, wenn wir ein Replay wollen, die Türme nicht hinterher drehen. Ist ja auch egal. Sieht lustig aus. Ja. Die lassen sich zu viel Zeit. Da kommt. Die üben keinen Druck aus. Nicht auf die Caps. Na gut, sie haben C, ja. C ist ja jetzt auch nicht gerade. Auch nicht gerade weltbedeutend, solange sie nur den einen Cap haben. Ja. Auch sieht das Spiel ein bisschen spannend aus. Oh, wir haben ausgeglichen. Und jetzt fährt eine Graf Spee nach Norden. Ich weiß nicht warum. Eine Möglichkeit ist, mich aus der Flanke raushaben zu wollen. Und mit der Graf Spee will ich mich auch nicht auf nähere Distanz abgeben. Wenn sie da jetzt wegen mir hinfährt, habe ich erreicht, was ich wollte, weil irgendwer muss ausscheren, um die Flanke zu sichern. Dumm ist nur, dass da jetzt zwei Träger kommen. Und selbst wenn er defensives Flakfeuer dabei hat, das hält nicht ewig. Und zwei Flugzeugträger sind doch ein bisschen viel für ein Schiff alleine. Rückblickend betrachtet könnte ich da genauso glücklich drüber sein, dass ich, wo ich hier recht alleine bin, mich auch keiner behelligt. Ja. Bisschen Glück gehört auch dazu. Aber Skill ist ja, wenn Glück zur Gewohnheit wird. Also, Mann, habe ich viel Glück. Ach ja. Die Colorado ist auch schlau. Die lässt die Feinde nicht so auf sich rauffahren. Bleibt hier auch im Norden, um ihn unangenehm in der Seite zu sitzen. Wir tauschen gleich die Position, weil er fährt ja jetzt noch weiter nach Norden. Und ich will jetzt nachher zu B, weil ich davon ausgehe, und da ist sie auch schon, die Akatsuki, dass er dann irgendwann doch mal zum Cap fahren möchte. Weil unser Team hat einen Punktevorteil und die müssen was tun. Gut, die können schwer was tun, weil sie ihre überlegene Kampfkraft, die Überzahl an Schiffen, nicht genutzt haben. Und der Graf Spees, auch wenn es zwei sind, die sind halt nicht für die Flanke da, die sind nicht schnell genug. Aber wie erwähnt, ist immer schön, wenn die anderen die Fehler machen. Ja, hier, der Typ, der ist ein bisschen überkommunikativ. Er spielt nicht schlecht, aber er ist ein bisschen überkommunikativ. Jetzt fahre ich noch ein bisschen nach Süden, um möglichst weit an den Cap ranzukommen, bis ich aufgehe. Um den DD abzufangen. Colorado ist so schlau und orientiert sich gleich nach Norden. Dann machen wir den Winkel auf. Zum Beispiel auf die Fiji. Dann hat die Fiji einen 45 Grad Winkel zu Colorado und zu mir. Sie ist ein bisschen schwerer.
Ja, irgendwie ist das Replay kaputt, die Kanonen schießen irgendwie komisch. Sieht aber lustig aus. Hat Unterhaltungswert. Ja, jetzt wähne ich mich schon in Problemen, weil der DD neben mir hat hier sich einen Nebel geschmissen. Warum schwenkt die Kamera nicht? Egal. Aber er ist gerade gottserbärmlich an einem Torpedo verreckt. Ich habe Glück gehabt. Wie war das mit Glück und Skill? Ha. Ein bisschen angeben, ne? Ja. Ich bin wieder zu, ich freue mich. Warum die Fiji da jetzt aus dem Nebel rausgefahren ist, weiß ich nicht. Hat sie Angst vor den Torpedos? Hätte sie auch anwinkeln können und Hydro starten. Ja, aber habe ich wieder Glück gehabt. Da oben die eine Graf Spee ist jetzt alleine. Weil die zweite, die vorhin noch die Nuss bekommen hat und auch alleine war, die braucht eine Weile. Die hat halbes Leben und kommt langsam wieder reingedümpelt. Dafür ist jetzt die andere alleine. Deren Schlachtschiff fährt auch nicht irgendwie vor und bringt ein bisschen Push rein. Sie nutzen halt nicht ihre Überzahl. Und wenn mal irgendein Schiff ausbricht, dann alleine und wird gefokust. Ja, und viel passiert ja jetzt auch nicht mehr. So viel zum taktischen Rumschwadronieren, ein bisschen Karte lesen und was die anderen halt hätten anders machen können. Genau.